Ja, moin moin Leute, willkommen hier wieder bei mir auf dem Kanal, dem Bullenmarkt TV. Wer das erste Mal hier einschaltet, hier findet ihr in regelmäßigem Abstand immer Aktienanalysen, Aktienideen zu spannenden Unternehmen, die ich teilweise selbst im Portfolio habe, teilweise auch nicht im Depot habe, aber trotzdem sehr interessant sind. Heute schauen wir uns wieder ein Unternehmen an, was aus Transparenzgründen ich selber im Depot habe, war lange Zeit bei mir gut im Plus. Aktuell ist es im Minus, aufgrund der aktuellen Zeit. Es handelt sich hier um das Unternehmen Crown Castle und ist eigentlich ja ein Infrastrukturplay für den Datentransfer, kommt aus den USA und ist dort auch ein Pure Play. Die WKN ist die A12GN3, aber bevor wir hier weiter starten können, gehen wir kurz auf den Disclaimer drauf ein. Ihr kennt es wahrscheinlich. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der Bildung und der privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall trotzdem nicht übernommen werden. Sollten die Zuschauer dieses Videos sich die angebotenen Inhalte zu eigen machen oder etwaigen Ratschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Und damit starten wir auch in die Analyse direkt rein. Wem das Video hier gefällt, würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen, über einen Daumen nach unten und über einen Kommentar zum Video und ob ihr das Unternehmen selbst im Depot habt. Zur Historie. Crown Castle hat ein rasantes Wachstum hingelegt, ist auch noch nicht allzu alt, denn in der Gründungsgeschichte, es wurde erst 1994 gegründet, damals in Houston, Texas. Und man ist ja in der Infrastruktur für Mobilfunk tätig, hat man damals eben 133 Mobilfunkmasten gehabt. 4 Jahre später dann der Gang an die Börse, genauer gesagt an die Nasdaq. Damals hatte man dann schon 1400 Mobilfunkmasten. Ja, das ist so, kann man mal sagen, 10x innerhalb von 4 Jahren einfach mal so die Mobilfunk Türme verzehnfacht durch Übernahmen und dann 2 Jahre später hat man immer noch eine starke Expansionsstrategie gehabt, denn hier hat man innerhalb von 2 Jahren einfach nochmal seine Türme versiebenfacht und hatte somit über 10.000 Türme in den USA, Puerto Rico und Hawaii. 2001 wechselt man dann den Hauptbörsenplatz von der Nasdaq zur New Yorker Börse und in den weiteren Jahren folgten einfach viele weitere Akquisitionen. Ich habe sie hier mal aufgelistet. Diverse Funkturmbetreiber, hat aber dann auch die Funktürme beispielsweise von T-Mobile US oder auch von AT&T übernommen, was ja auch Hauptkunden von Crown Castle ist. Genau das Geschäftsmodell hat sich auch in den Jahren dann nicht nur auf Funktürme konzentriert, sondern man hat auch noch in Glasfaseranbindungen und Small Cell Solutions weiter fleißig rein investiert. 2014 Crown Castle wurde dann ein REIT und 2020 war Crown Castle auch ein Fortune 500 Unternehmen. Heutzutage hat man über 40.000 Mobilfunkmasten, ist rein auf den US-amerikanischen Markt die Nummer 2, knapp hinter American Tower, aber American Tower ist auch noch viel globaler aufgestellt. Hat zudem 85.000 Meilen Glasfaserkabel und 120.000 Small Cells. Was das ist, sehen wir gleich noch im Bereich Geschäftsfelder. Aber kurz noch auf die heutige Situation. Wie gesagt, Market Cap 50,5 Milliarden US-Dollar bei dem hier abgebildeten Kurs. Mitarbeiter sind über 5.000. Man hat knapp 7 Milliarden Euro Umsatz generiert. Nennenswerte Großaktionäre gibt es eigentlich nicht, also keine privaten, sondern eigentlich nur wieder die üblichen Fonds. Der CEO J.J. Brown ist CEO seit 2016, ist aber auch schon seit den 2000er der CFO, also Chief Financial Officer gewesen. Das Unternehmen existiert seit 1994, ist also praktisch ja, 6 Jahre nach der Gründung eingetreten und seitdem auch in einer hohen Position dabei, kennt also das Unternehmen eigentlich sehr, sehr gut. Gelistet ist es so auch im S&P 500. Dann schauen wir uns mal das Geschäftsmodell an. Man hat hier stabil wachsende Cashflows durch die Vermietung von Funktürmen. Aber was ist das genau? Im Endeffekt, ja, man stellt Infrastruktur für die Kommunikation bereit. Das sind zum einen Funktürme, Small Cells oder auch Glasfaseranbindungen. Der Umsatz wird hauptsächlich hier durch Vermietung erzielt. Hier ist man
90% der Umsätze sind aus Vermietung, die restlichen 10% sind Services etc., also Konstruktionen für Kunden, Anpassungen, Reparaturen und was es noch so alles gibt. Fokus ist der nordamerikanische Markt, also man ist hier auch irgendwie nicht global unterwegs wie der Wettbewerber American Tower. In dem Bereich ja, Infrastruktur für Kommunikation hat man vor allem ja, Verträge mit Kommunikationsdienstleister, sind hier in den USA eben AT&T, Verizon und T-Mobile US und diese Umsätze machen auch schon 75% des Umsatzes aus von Crown Castle und hier hat man dann vor allem auch Verträge, die 5 bis 15 Jahre oder teilweise auch 20 Jahre eben pro Turm sind. Man hat ja eine hohe Bindungsrate zwischen Crown Castle und den Mietern und in der Regel wird der Vertrag dann auch verlängert. Was ebenfalls auch der Fall ist, dass auf einem Turm mehrere Unternehmen angemietet sein können. Das heißt, man hat nicht nur einen Turm, der zum Beispiel an AT&T vermietet ist, sondern man kann dort auch noch einen T-Mobile oder noch einen Verizon draufbringen. Man ist ja knapp über 2 Mieter im Durchschnitt pro Tower. Der Wettbewerber ist aber knapp unter 3. Also hier ist auch noch Luft nach oben. Und was natürlich ist, je mehr man zusätzlich auf einen Turm drauf macht, desto mehr Gewinn macht man natürlich auch, da jeder weitere Kunde auf einem Turm natürlich nicht entsprechend auch der Kostenanstieg ist, dadurch, dass ja die grundlegenden Kosten der Bereitstellung des Turms ja schon existieren, sondern es ist praktisch Umsatz on top und somit mit einer sehr hohen Marge. Alle Verträge haben auch eine fix ausgemachte Steigerung. Das heißt auch, wenn man mal nicht neue Türme baut und vermietet oder neue Vermieter akquiriert, wird man hier trotzdem eine Umsatzsteigerung erzielen. Ganz einfach, entweder man sie absolut eben in einem gewissen Turnus vereinbart oder auch eine relative Steigerung, die immer kommt, also eine prozentuale Steigerung. Und was die Alternative ist, wenn man keine absolute oder relative Steigerung vereinbart hat, sind diese oft dann auch noch inflationsgeschützt und hängen somit am Consumer Price Index, CPI. Was natürlich in der aktuellen Phase in den letzten 1 bis 2 Jahren natürlich sehr, sehr gut ist für das Unternehmen und natürlich schlecht für unseren Geldbeutel. Grundsätzlich, man unterscheidet seinen Geschäftsbereich in die 2 Bereiche. Einmal Towers mit 72% Umsatzanteil und Fiber. Unter Fiber ist dann alles, was den Bereich Small Cells und Fiber Solutions betrifft. Und bei Towers wirklich nur die großen Mobilfunktürme, die beispielsweise für unser Mobilfunknetz auch verantwortlich sind. Denn durch die Towers hat man eben eine sehr effiziente und kostengünstige Lösung für die Abdeckung über einen sehr großen Raum. 40% der Tower stehen hier auf eigenem Land und 60% dort hat man das Land angemietet langfristig, wo man den Tower drauf platziert hat. Es ist auch so, dass man hier knapp über 40.000 Tower hat und ja, die Zahl ist natürlich sehr stark angestiegen über die letzten Jahre. Bereich Fiber ist einmal der Bereich Small Cells. Was sind Small Cells? Small Cells entlasten den Datenverkehr von den Funktürmen und erhöhen eigentlich die Netzkapazität der Mieter, wo die Datennachfrage am höchsten ist. Ist vor allem dort, wo sehr viele Menschen aufeinandertreffen, in Großstädten, in Ballungszentren. Jeder kennt es wahrscheinlich, wenn viel los ist. Das Netz wird stark beansprucht und dann hat man auf dem Handy die Meldung, man kann nicht anrufen, man kommt nicht ins Internet, weil einfach das Netz zusammengebrochen ist und man nicht reinkommt. Small Cells hier sind im Endeffekt dezentral, werden dann oft an öffentlicher Infrastruktur wie Straßenlaternen oder Ampeln angebracht, haben wir noch 2 Bilder dabei und sind einfach dann oftmals an Glasfaser angeschlossen und dort wird einfach ein kleinerer Radius immer gewährleistet, dass dort Internet ist und dann überlappen sich mehrere Small Cells und so kann man auch gerade stark Ballungszentren eben sehr gut auch mit Kommunikationsinfrastruktur ja, diese gewährleisten, dass die reibungslos funktioniert. Der nächste Bereich ist eben Glasfaser. Glasfaser kennt bestimmt die meisten von euch, was dann verlegt wird, wo man halt auch einfach eine
sehr hohe Kapazitätsanforderungen bearbeiten kann. Man hat daher eine sehr hohe Bandbreite. Man kann integrierte Eigennetze haben. Und hier ist man einfach sehr, sehr schnell. Also die Kommunikationsstärke ist extrem. Hier nochmal zwei Bilder zu Small Cells, einfach auf irgendeiner Straßenlaterne einfach noch oben drauf gepackt. Hier auch muss man genauer hinschauen, wo sie ist. Einfach hier auf der schwarzen Laterne nochmal oben drauf dieses Add-on. Dann als nächstes schauen wir uns mal den Marktüberblick an. Grundsätzlich die Datennachfrage ist ein weiterhin wachsender Markt. Datenverbrauch nimmt stetig zu. Vor allem in der letzten Dekade oder in den letzten zwei Dekaden ist es natürlich extrem gewesen durch die Entwicklung von Smartphones, von Wearables. Hier ist natürlich der Datenverbrauch einfach extrem gewesen. Eine Stadt wird schlauer, also Smart City, Autos werden vernetzter. Hier wirklich der Datenverbrauch eigentlich extrem am Steigen gewesen und er wird auch weiterhin noch steigen. Davon gehen zumindest die Experten und Prognosen aus. Wie gesagt, der Fokus liegt ja auf den USA, ist auch laut Crown Castle einer der attraktivsten Märkten, dadurch, dass hier einfach sehr viel Datenverbrauch stattfindet. Jeder hat ein Handy, jeder ist dauerhaft online gefühlt in den USA, eine Konsumgesellschaft. Es gibt natürlich auch andere Unternehmen, die zum Beispiel auf Wachstumsregionen eben ausziehen, zum Beispiel Helios Towers aus Großbritannien, die dann den afrikanischen Markt fokussieren. Aber auch ein American Tower ist in Südamerika stark vertreten oder auch meines Wissens nach in Indien. Definierte Wachstumstreiber von Crown Castle sind unter anderem die mobile Unterhaltung, sprich alles rund um Apps, Social Media, Streaming. Das heißt, wenn ich unterwegs bin im Bus, höre Musik, weil ich mir nicht runtergeladen habe, schaue was auf Netflix an, schaue mir die Tagesschau an von gestern Abend. All das brauche ich eben Daten und die bekomme ich, wenn ich in Amerika wohne, zum Beispiel über meinen Mobilfunkdienstleister AT&T und dieser ist zum Beispiel bei Crown Castle angemietet. Ansonsten, mobile Internetnutzung wie Telemedizin, Fernarbeit, wenn man irgendwo remote arbeitet in einem Starbucks, wenn man da kein WLAN hat beispielsweise irgendwo, SIM-Karte rein, fertig oder man möchte vielleicht gar nicht in ein öffentliches WLAN gehen. Dann natürlich Online-Lernen ist auch immer gut als Wachstumstreiber. Auch einfach YouTube-Videos, die man sich, keine Ahnung, unterwegs anguckt, auf dem Weg zur Schule, wie ging nochmal die Mathe-Aufgabe nochmal von irgendeinem YouTuber erklärt. Das sind alles eben Sachen, wo man halt einfach nach und nach mehr Daten benötigt. Dann hat man natürlich viele Maschine-zu-Maschine-Anwendungen und Internet der Dinge. Keywords sind hier natürlich Smart Cities, Städte werden schlauer, Energie wird besser gemanagt, Sachen müssen miteinander kommunizieren in der Stadt und es ist halt einfach der Begriff Smart City, wo man diesen Datenverbrauch auch hat, beispielsweise auch durch eben Glasfaser etc. Dann hat man vernetzte Autos, ein Auto kann immer mehr, von Navigation über den riesen Display, wo man da alles Mögliche irgendwo gefühlt machen kann und wenn man mal in Zukunft mit autonom fahrenden Autos auch denkt, ist es natürlich auch so, dass man hier überall einfach eine 100% Auslastung vom Netz benötigt oder Kapazität vom Netz benötigt, dass man halt hier immer auch sicher ist im Auto. Dann hat man hier auch noch natürlich breitbandintensive Anwendungen wie Videotelefonie, gerade zum Beispiel, wenn man mit WhatsApp telefoniert und ein Video anhat, kostet es natürlich viel mehr Datenvolumen, als wenn man jetzt normal telefoniert. Hier ist natürlich das eben auch ein großer Treiber, Cloud-Dienste, generell Wearables, also irgendwelche Uhren und so weiter, wo auch ans Netz angebunden sind, wo einen Datenverbrauch generieren. Und natürlich hier der allübergreifende Begriff natürlich 5G, wo auch nach und nach kommt. So. So, das war mal kurz irgendein Hänger bei mir am Laptop, aber Präsentation läuft wieder. Auf 5G waren wir stehen geblieben, das ist eben der aktuelle Wachstumstreiber natürlich, der überall in den Medien natürlich auch präsent ist. Und dann schauen wir uns noch die Strategie an. Strategie ist ja, wie vorhin schon mal erwähnt, dass man natürlich versucht, mehr Mieter pro Funkturm zu akquirieren, einfach da die zusätzlichen Kosten
dann niedriger sind und man eine höhere Marge generieren kann. Man versucht natürlich durch Akquisitionen weiterhin eben zu wachsen, indem man kleinere Mobilfunkbetreiber eben übernimmt oder natürlich neue Türme selbstständig baut. Man versucht sich die gute Lage der Türme zu sichern, dort wo vor allem viel Datenvolumen oder Daten verbraucht werden. Und mit USA als Heimatmarkt und Fokusmarkt ist man hier nach eigener Annahme, wie gesagt, aufgrund des Kommunikationsvolumens in einem der langfristig attraktivsten und auch entwickelsten Märkte. Hier mal kurz eine Karte, wo man sieht, wo man hier vor allem eben seine Assets hat. Man sieht hier natürlich vor allem die Ostküste sehr, sehr stark und dann natürlich in der Westküste auch in den Ballungszentren. Innerhalb von Amerika ist man weniger aktiv, aber hier eben vor allem Ost- und Westküste, wo es sehr viel Population wohnt, eben ist man sehr, sehr stark unterwegs. Wenn man seinen Cashflow steigert, ist natürlich eines der höchsten Ziele der Strategie, will man machen, um zum einen Wachstum zu investieren, um Dividenden an unsere Aktionäre auszuzahlen. Der Plan ist hier ein Wachstum im Bereich Dividendenwachstum von 8% per anno zu generieren und natürlich seine weitere Möglichkeit noch Schulden abzubauen. Crown Castle ist sehr gut auch nochmal so formuliert. Im Endeffekt kann man sein Geld für alles Mögliche ausgeben. Neue Türme bauen, neue Türme akquirieren, Land akquirieren, wo man dann Türme draufbauen kann oder wo bereits Türme drauf sind. Natürlich aktuelle Türme verbessern oder die Infrastruktur verbessern, wenn sie alt geworden ist, wenn sie kaputt gegangen ist irgendwie. Natürlich kann man Aktien zurückkaufen und Dividenden zahlen. Und natürlich kann man auch seine Schulden begleichen. Also im Endeffekt eigentlich alles aufgelistet, was es gibt. Vor allem in der Vergangenheit durch Akquisition und eben auch Dividende konnte man hier glänzen als Unternehmen. Mit einem Blick auf die Zahlen, mal kurz die Kennzahlen. Wie gesagt, Umsatz knapp über 7 Milliarden US-Dollar, Market Cap knapp über 50 Milliarden US-Dollar. Der FFO pro Share ist bei 7,38, der KGV ist jetzt hier vielleicht ein falscher Begriff, FFO pro Aktie ist bei 15,7, FFO ist ja ungefähr ein Äquivalent zum Gewinn, Dividendenrendite aktuell 5,3%, also ein sehr netter relativer Betrag, Yield und Kost sehr schön mit 5,3%, vor allem wenn man in Zukunft auch schafft, mit 8% per anno die Dividende wieder zu steigern langfristig, kann man hier auch mit einem schönen wachsenden Dividende einfach rechnen und da fehlt auch gar nicht mehr viel Kurswachstum, um dann auch eine Durchschnittsrendite von 8%, wie man immer anpeilt, auch zu schaffen. Schulden sind natürlich gerade sehr hoch mit 20,5 Milliarden US-Dollar. Vor allem, wenn man 50 Milliarden US-Dollar Market Cap hat, hängt natürlich mit den vielen Akquisitionen zusammen, denn nur deswegen ist man auch so stark gewachsen. 12% haben einen variablen Zinssatz, sprich hier ist der Zinssatz so in die Richtung, wie aktuell auch von der Fed vorgegeben ist und man hat keinen fest definierten. Wir werden aber gleich sehen, dass dies aktuell noch nicht so schlimm ist. 3,2 Millionen Funds from Operations hat man pro Jahr, sprich man hat so ungefähr das Siebenfache an Schulden, müsste also siebenmal seine ganzen Funds from Operations für Schuldentilgung machen, wäre man schuldenfrei. Aber wenn wir uns mal hier die Schulden anschaut, hat man hier in dem Jahr noch unter einer Milliarde, nächstes Jahr unter einer Milliarde, 2025 knapp über einer Milliarde. Also ist man hier noch sehr gut gedeckt. 2026 bis dahin hat man auch hoffentlich nochmal natürlich seine Funds nochmal ordentlich eben nach oben getrieben. Mit 2,7 und dann 2027 kommt ein großer Batzen und hier sieht man auch, vor allem dort hat man halt einen großen variablen Zinssatz. Mit 50% der Schulden muss man dann dazu sagen, bis 2027 fließt noch viel Wasser den Bach hinunter, wie dann die Zinsen sind, werden wir dann mal angucken. Ansonsten hier die Peer Group. Grundsätzlich, man ist ja im amerikanischen Markt tätig, im amerikanischen Markt ist der größte Wettbewerber einfach American Tower. American Tower ist zwar deutlich größer als Crown Castle, aber im amerikanischen oder USA-Markt ist man nur knapp mit wenigen Türmen im Vorsprung. Denn vor allem American Tower ist halt international
aufgestellt. Weiteres Unternehmen ist noch SBA Communication, ebenfalls international aufgestellt. Wenn man jetzt über den Tellerrand hinausschaut, in Deutschland gibt es natürlich die Vantage Tower, die eine Abspaltung von Vodafone ist. Ich meine, wird auch wieder von der Börse genommen, aber hier bin ich mir gar nicht 100% sicher. Auch Crown Castle nennt hier eben ATC und SBA selbst auch als die größten und wichtigsten Wettbewerber. Grundsätzlich American Tower ist auch im Funkturmgeschäft tätig, hat jetzt auch seit 2 Jahren vor allem Fuß gefasst im Bereich Data Centers, also auch ein sehr interessantes Unternehmen, sehr wachstumsstark eben auch. Und Crown Castle hat dafür eben diese ganzen Bereiche Small Cells und Fiber. Also grundsätzlich würden sich diese beiden Unternehmen auch sehr schön ergänzen und überlege hier auch American Tower aufzustocken, da diese nun auch sehr abgestraft wurden an der Börse mittlerweile. Beide Unternehmen kommen aus den USA, die ESIN habe ich hier mal reingeschrieben. Market Cap American Tower hier nochmal höher mit knapp 40 Milliarden Euro, 40 Milliarden US-Dollar Vorsprung. Der Umsatz ist auch 3 Milliarden größer, denn hier ist man über 10 Milliarden US-Dollar Umsatz. Die Umsatzentwicklung kann sich auch besser sehen mit 15,1% per anno Wachstum. Aktueller Kurs, FFO zu aktuellem Kurs, ist American Tower hier natürlich dann auch durch diese Werte, gerade im Bereich Wachstum, ein bisschen höher bewertet, ist aber auch schon sehr gut zurückgekommen. Aktuelle Dividendenrendite hat der American Tower auch 3% und hat ein deutlich stärkeres Wachstum mit 18,3% per anno in den letzten Jahren seit 2015 vorgelegt. Ausschüttungsquote ist hier 81% bei Crown Castle zum FFO, bei American Tower eben 58%. Schauen wir uns nochmal hier an bei Crown Castle ein bisschen im Detail, wie sich so die Zahlen entwickelt haben. Zunächst mal die Marktkapitalisierung. Hier ist man jährlich seit 2010 um 11,8% gewachsen. Hatte hier natürlich gerade von 2017 bis 2021 enorm gewachsen, angestiegen durch die niedrigen Zinsen, durch die Corona-Pandemie, wo alles nach oben geschossen ist, und ist jetzt aber hier zurück in der Realität bei 50 Milliarden Market Cap in US-Dollar, nicht in Euro, sorry, ist hier ein Rechtschreibfehler. Und wenn man hier mal die Wachstumskurve anschaut, also Market Cap mit 11,8% am Wachsen gewesen, der Aktienkurs ebenfalls sehr gut am Wachsen gewesen, ist natürlich klar, hier gibt man natürlich als REIT entsprechend auch immer neue Aktien aus, aber auch der Umsatz, Operating Income, alles immer sehr, sehr schön. Und Aktienkurs, man sieht hier sowohl dunkelblau als Market Cap wie hellblau als Aktienkurs natürlich wieder seit 2021 extrem zurückgekommen. Dividende wird erst seit 2014 gezahlt. Dann war es mal ein sehr hoher Sprung direkt auf 2015 von der Dividendensteigerung. Seit Anfang der Zahlung, also 2014, ist die Dividende im Schnitt um 15,6% gewachsen, seit 2015 aber nur noch um 8%. Genau, hier auch nochmal aufgelistet die Zahlen im Detail. Hier sieht man vor allem beim Umsatz eigentlich, es gab kein Jahr außer 2015, wo man mal stagniert ist, und 2020 auch. Ansonsten immer sehr schön gewachsen. Auch die Dividende, sehr schönes Wachstum, hoffentlich wird es so fortgeführt. Der Aktienkurs ging nach oben und die Market Cap auch. Alles ein sehr schönes Bild, würde ich so mal sagen. Also hier stimmt wirklich von den Zahlen erstmal alles. Und sehr attraktive Einstiegschance. Aber was ist denn meine Meinung im Detail? Ich habe den Aktienfinder vergessen, merke ich gerade. Springen wir da nochmal kurz rein, einmal zurück in den Aktienfinder. Machen wir den mal auf, schauen wir mal auf, was denn der liebe Thorsten mit seinem Tool eben zum Unternehmen hier sagt. Schauen wir mal, Aktienfinder, hier ist er. Gehen wir mal um, wir haben noch American Tower vorhin gesucht. Crown Castle ein. Na, will er gerade nicht.
Ich habe einmal kurz die Seite mal refreshed. Scheinbar hat sie sich für immer aufgehangen, weil ich es jetzt lange nicht mehr aufhatte. Vielleicht auch durch das Streaming jetzt. Man sieht hier, also ist es jetzt hier, Crown Castle. Zum Zeitpunkt der Videoaufnahme hier am 16.05. Man sieht hier sehr schön, wie man immer gewachsen ist. Ich würde jetzt mal einfach Cashflow und Gewinn mal rausnehmen und Dividende, sondern wirklich mal schön die Funds from Operation. Also hier wirklich ein sehr, sehr steiler Anstieg, der eben auch nur durch Akquisitionen getätigt worden konnte. Auch hier der Cashflow eben auch sehr schön am Anstieg. Und auch, wenn man sich den freien Cashflow anschaut, auch sehr schön am Anstieg. Die Marge hier grundsätzlich auch sehr gut. Hat ja eine operative Marge von 30%, Bruttomarge von aktuell über 45%. Also hier ist die Marge auch gut angestiegen über die letzten Jahre. Ist natürlich sehr schön fürs Unternehmen. Und hier sieht man aber auch, dass eben ja, durch die Kapitaleinnahme als REIT eben natürlich auch die Aktien entsprechend angestiegen sind. Nämlich man wurde hier verwässert. Aktuell hat man die 434 Millionen Aktien und kam, wenn man jetzt mal 2010 sich anschaut, von 286. Also hier kamen gute 160 Aktien dazu, 150 Aktien. Ja, genau, also schon praktisch 50% mehr Aktien als wir, oder ein bisschen weniger, 40% mehr Aktien als wir 2010 hatten. Das ist natürlich bei einem REIT oftmals so der Fall. Schauen wir uns mal den fairen Wert an. Hier eben mit den Funds from Operation. Also hier ist sehr schön auch beim Aktienfinder einfach, dass beim REIT die Funds from Operation hat. Ist ja bei sehr vielen anderen Tools so, dass dann trotzdem ein Gewinn ausgewiesen wird, der natürlich gerade bei REITs oder Immobilienunternehmen oftmals aufgrund der Abschreibung keinen Sinn machen. Ich mache jetzt hier erstmal Fair Value zum FFO. Hier sieht man, dass man gerade deutlich niedriger ist. Schnitt war 20,8, 15,1 ist man gerade. Wenn man jetzt sagt, man möchte eher so bei 17 sich einpendeln, wie sieht es dann aus über die nächsten Jahre? Sehen wir mal von hier nach 2025. Das wäre immer noch, also angenommen, man hätte im 2025 mit dem FFO zum Kurs ein Verhältnis von 17, hätte man ab jetzt immer noch 9,7% aufs Jahr und 27,5% Gesamtrendite. Wenn man sagt, okay, irgendwann fallen die Zinsen wieder, man will wahrscheinlich eher wieder einen überdurchschnittlichen FFO haben zum Kursverhältnis, und man geht mal von 24 aus, ne, dann sieht man, was dann möglich ist. Und hier sieht man sehr schön, dass dann beispielsweise 73% möglich wären. Also hier ist man in der Tat sehr, sehr gut, gerade vom Einstiegszeitpunkt. Das ist unterbewertet aus meiner Sicht. Es gibt natürlich immer Risiken aufgrund der aktuellen Zinssituation. Wenn man mal hier noch anschaut, operativer Cashflow, auch hier ist es Kurs-Cashflow-Verhältnis aktuell 16,7, Schnitt 19,5. Wenn man hier 17 macht, auch, okay, geht jetzt hier gerade nicht. Dann muss ich mal gucken, woran das liegt. Wäre man hier aber auf jeden Fall, würde man in Zukunft auch bis 2025, wenn man reinen Cashflow betrachtet, ebenfalls eine sehr schöne Rendite aufs Jahr von knapp 15% machen, was natürlich enorm schön ist. Wenn man sich noch die Multiples anschaut, auch hier KGV, also FFO-KGV, schauen wir mal nur das an, sieht man hier, dass man hier echt am unteren Ende ist, eigentlich seit der letzten Dekade. Also es ist schon sehr, sehr gut zurückgekommen, die Aktie. Genau, Gewinnfluss sieht man hier nochmal schön, Towers und Fiber, den Umsatz jeweils. Und Segmente finde ich auch immer sehr spannend noch. Hier sieht man es auch nochmal, wie es sich verhalten hat. Und hier sieht man ja auch recht schön, dass jedes Segment nicht am Stagnieren ist, sondern immer schön weiter am Wachsen ist, außer dieses Jahr 2020 mal außen vor gelassen. Region, ganz klar, nur Amerika, braucht man nichts zu sagen, habe ich ja schon erwähnt. Dividendenturbo, mal gucken, wie laut den Prognosen würde ich jetzt, wenn ich ja heute einsteige,
im Jahr 2027 eine persönliche Dividendenrendite von 6,83% haben durch die Erhöhungen. Deswegen warten wir mal ab. Soweit mal zum Aktienfinder. Wir gehen jetzt mal zurück in die Präsentation und kommen zum letzten Punkt, nämlich meiner eigenen Meinung. Wie gesagt, ich bin investiert hier schon seit längerem, seit 2020, aber auch durch den aktuellen Rückgang bin ich hier im Minus, lange Zeit im Plus gewesen, bekomme natürlich immer schön Dividenden, das freut mich. Ja, das Unternehmen hat natürlich eine hohe Schuldenquote, aber ich denke, man kann, wenn man die Debt Maturity sich anschaut, fallen jetzt die Riesenschulden in den nächsten 2 Jahren an zum Zurückzahlen. Von daher kann man sich gut drauf einstellen, kann seine Funds from Operations nochmal steigern und dann kann man auch gut die Schulden, denke ich, bedienen. Man hat schöne Dividendenzahlungen hier. Gerade wenn man jetzt einsteigt, hat man sehr schöne Yield on Costs beim aktuellen Kurs. Man hat hier einen amerikanischen Pure Play, der genauso viel Turm in Amerika hat oder Nordamerika hat wie American Tower. American Tower ist größer, ist natürlich globaler aufgestellt. Wer sich hier zusätzlich das globale Geschäft weltweit von Funktürmen noch sichern möchte und vielleicht auch noch im Bereich Data Centers aktiv sein möchte, wo American Tower jetzt auch rein investiert, kann natürlich auch American Tower nehmen, auch aktuell sehr attraktiv bewertet aus meiner Sicht. Oder man macht einfach einen Mix von beiden, 50% hier, 50% dort. Für mich ist ein sehr schönes Infrastrukturplay, welches aus meiner Sicht auch wieder steigen wird. Denn wir brauchen Daten, wenn man sich überlegt, was alles kommen wird mit autonomem Fahren. Jeder hat ein Handy schon im jungen Alter, jeder streamt und so weiter, Videotelefonate. Also das wird auf jeden Fall wachsen. Das Einzige, was ich mir denke, ist, okay, wo wird irgendwann in Zukunft mal der Datenverkehr sein? Gerade hier mit Hinweis zum Beispiel auf Starlink von SpaceX. Ist es irgendwann so, dass wir das Internet nur noch aus dem All bekommen? Wie wird sich das auf Crown Castle, American Tower auswirken? Hier bin ich mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, um das Ganze dann dezentral zu verteilen, ist gerade sowas immer noch extrem wichtig. Hier kenne ich mich aber leider zu wenig aus, was SpaceX betrifft. Aber hier sehe ich in naher Zukunft zumindest kein Gefahrenpotenzial. Ansonsten vor allem Trends wie autonome Fahren zielen natürlich auf eine stabile Datenübertragung ab. Das war es dann soweit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Waren jetzt hier mal zwei kleine Fehler dabei, wo mein PC eben nicht das gemacht hat, was ich gern wollte. Aber ansonsten bedanke ich mich hier bei euch fürs Zuhören. Lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Kommentar da, ein Like und hoffe natürlich, dass dieser Kanal hier weiter am Wachsen ist. Bis dahin wünsche ich euch jetzt ein schönes, langes Wochenende. Genießt es, kommt runter von der Arbeitswoche und bis zum nächsten Video.